So, guten Morgen. Guten Morgen. Der Hans ist schon wieder unterwegs. Servus, dein Gewicht hängt irgendwie unten, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen extra. Hat es gerade den Traktor hoch? Es hebt den Traktor hoch. Okay, ich habe der Eberhard angerufen. Ja. Hab da gerade nochmal einen Flug geordert. Den hole ich mir jetzt mal schnell. Weil dann können wir hier doppelt so schnell arbeiten. Okay, das ist gut. Und da laufen sie wieder über die Straße. Passen auch nicht auf. Wenn die wüssten, wie gefährlich das sie gerade leben. Ja, vor allem mit den großen Maschinen. Wobei wir ja noch die kleinen haben. So groß gut, sind die noch nicht. Solange es kein 40-Tonner ist. Auch gerade mal. Irgendwie hatte ich ja gestern noch nicht gefunden, wo wir die Sämaschine auffüllen können. Okay. Aber du hattest irgendwas gesagt bei Agravis, glaube ich, gell? Ja, also ich hab's mal so im Busding mal etwas gesehen. Selbst mit meinem Gewicht ist das hier eigentlich zu leicht. Ah, hier, ne, bei der Baywa. Oder was Baywa? Weiß nicht. Ich guck gerade mal. Komisch. Hast du es nicht gefunden? Nee, die wollen mir gerade nichts verkaufen. Okay. Jetzt bleibe ich hier die ganze Zeit hängen. Vielleicht, weil ich die Plane zu hatte. Die muss natürlich offen sein, wenn die irgendwas einfüllen wollen. Weiß nicht. Na, was ist denn da los? Ich kann mit dem gar nicht richtig fahren. Also wie mit dem Gesellmaschine. Ja. Wenn du sie hinten hast. Ja. Weil es zu schwer ist, oder was? Ja, das sieht ganz so aus. Wer hat denn das schwere Gewicht? Ich weiß nicht, eigentlich hatte ich das. Wegen den Stämmen. Oder hast du. Nee, ich hab's ja dort, glaube ich, noch hin platziert. Ja, du hast es mir hochgebracht. Nee, ich meinte dort an dem Rand, was ich jetzt wieder genommen habe, habe ich es da hinten noch hinter platziert. Achso. Naja, ich glaube schon, dass ich das leichter habe. Also vielleicht müssen wir das einfach beim Eberhard machen. Müssen wir halt ein paar Paletten kaufen.
Jetzt habe ich mich mit derselben Maschine am Schild festgefahren. Noch. Jetzt bin ich wieder frei. Aber hast du es hinten oder vorne noch dran? Das Gewicht vorne und die Sämaschine hinten. Aber die ist verdammt schwer, die Sämaschine. Kann ich mir vorstellen. Es wird noch spaßiger mit dem Sässing-Dingern drin. Naja, ich hole jetzt mal einen Pflug und stell die Sämaschine wieder zum Eberhard. Wem gehört denn die Sämaschine noch? Dir oder? Ne, die haben wir gekauft. Aber wenn wir sie da aufladen müssen. Wie weit bist du denn mit deinem Feld? Eigentlich nicht so weit. Also so zwei Drittel. Ja, okay. Ich bin jetzt gerade dran, vorne ein bisschen Räder machen, dass ich dann schön um die Ecken fahren kann, weil jetzt muss ich immer so rundherum, also so rundfahren. Soll ich dann gleich beim zweiten Feld anfangen? Ja, weiß nicht. Ich würde so einen Zehner mit dem ersten weitermachen. Es ist noch nicht so wenig, dass wir sagen können, ja, wir stören uns. Na, ich zieh mal den Rand vom zweiten Feld. Okay. Schaut das denn überhaupt nicht, wenn eigentlich die Maschinen so dreckig sind? Mich? Oder ein Eberhard? Eberhard. Nee, den lade ich dann mal wieder auf ein Festle ein und dann passt das. Oder er kriegt mal wieder einen guten Kasten Bier und dann ist alles gut. Immer mit Bier. Der freut sich doch. Ich habe zum Teil das Gefühl, als ob ich ein bisschen in der Luft bin. Das heißt, dass etwas zu schwer ist. Ja. Also ich muss sagen, mit dem Pflug und dem Gewicht hier, das passt. Aber das Feld ist ein bisschen komisch. Okay, also die Umrandung machst du jetzt. Ja. Ich probier's. Probieren geht über studieren. Wie man so nett sagt. Na, ist schon. Oh, jetzt fängt's regnen an, hä? Es gibt eine Schlammschlacht dann. Ich sehe noch gar nichts. Ja, es ist gerade dunkel geworden. Jetzt kommt's. Ja, genau jetzt. Hätte doch nicht sein müssen. Von Stoll sind die Maschinen günstiger. Was hat das denn so alles? Aha, das sind einfach so
Frontlader, glaube. Und für so ein Maisteil. Meistens Sonnenblumen, so ein vorderes Teil. Ah, okay. Also bringt nichts so momentan. Ne, Ding könnte man kaufen. Außer halt. Ne Gabel. Eben, also haben wir wollen so eine Gabel, weil die ist eigentlich 20% ist jetzt zwar nicht so viel, aber Was was ist günstig? das für ein Stoll? FZ30, ist das ein Teleskoplader? Nee. Kompakt? Lader? Nee. Ach so, eine Maschine. Ich dachte nur, Was ist das denn für ein Ding? die normale Gabel. Aha, warte, das ist so ein Ding für Frontlader. Was für sehr Multi, wie 1,15 und 700 Vario. Ich meine die Palettengabel oder sowas, das oder eine Schaufel. Ich meine, die müssen wir auch irgendwann kaufen. Ballengabel. Dunggabel, wobei die bringt es nicht so. Wenn dann halt irgendwie Paletten oder Ballen, Ja, die holen wir uns jetzt Gummis mal. und Messer. Du musst einfach Frontlader noch kaufen dazu, oder? Den Frontlader habe ich bei mir einen dran. Aha. Oder wir kaufen noch einen auf Vorrat. Aber dann gleich den großen. Kann ich den bei mir auch anhängen? Nee, den haben wir nicht so Nee. konfiguriert. Aber der nächstgrößere Traktor kriegt auf jeden Fall eine Gabel. Dann holen wir noch den großen. Okay. Also Ballen, wir haben jetzt Schaufel, Palettengabel und noch einen neuen Frontlader. Das müsste passen. Boah, der Regen. Also ich würde sagen, ich mache heute eine Nachtschicht und guck, dass wir die Felder bis morgen fertig haben. Weil sonst müssen wir morgen noch mal pflügen. Ja, aber wenn das so nass ist, bringt's das denn? Naja, es lockert die Erde, da geht der Regen richtig durch. Das stimmt auch wieder. Momentan war ich sehr schlecht. Meine Fahrkünste sind auch ein bisschen Ja, niedergeschlagen. ich glaube, du kriegst keinen Urlaub mehr. Ja. Wenn du danach zurückkommst und nicht mehr weißt, wie du fahren musst. Na, guck mal, da kommt die Sonne schon wieder. Da macht's Arbeiten gleich ein bisschen mehr Spaß. Aber die gibt es mega Gas, die Sonne. Wie sieht's aus auf deinem Feld? Fehlt immer noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ob ich nicht so viel vorankomme. Ich bin gleich mit dem Rand fertig.
Sieht ganz gut aus. Aber das Pflügen ist was, das mag ich gar nicht. Das ist immer okay. So langwierig. Ich weiß nicht, ob ich noch heute fertig werde, vielleicht. Wir gucken, wie weit wir kommen und dann den Rest machen wir morgen. Die Leute hier stehen auf Nachtspaziergänge. Ja. Die laufen Tag und Nacht. Was will man dann sonst machen, wenn's Nacht ist? Schlafen. Und man älter als 8 ist und keinen Bock die ganze Zeit hat zu schlafen. Okay, Umrandung ist fertig. Die Umrandung. Wie groß ist denn dein Feld? Das Doppelte von dir. Doppelte? Ungefähr, ja. Okay. So, also dann Nachtschicht. Oh, die Felder haben wir jetzt fertig gemacht. War eine kleine Nachtschicht. Ja. Und schön nachher ins Bett. Ja, kurze Nacht. Ja, ich denke mal, morgen fangen wir um 9 an oder so. Oder um 8. 3 Stunden. Wir bringen gerade die Maschinen noch kurz zum Eberhard und dann hauen wir uns in die Koje. Wobei war, ist Eberhard noch wach? Ah, ne, der hat zu. Naja, stellen wir uns vor die Garage. Da hat sein Nachbar hat eine Garage, da können wir kurz parken. Wo ist das? Oder du fährst jetzt hier links, wo du bist. Ja. Ja, genau, fahr da links. War ein bisschen knapp. Dann. Und hier wohnt ja der Friedrich. Und jetzt wieder rechts. Halt. Zu weit. Ja, genau.
Dann wir können uns einfach hinstellen. können wir da gerade vorm Tor warten. Ah, das ist der Hinterausgang da. Genau. Also gut, ich glaube, ich gehe mal zum Friedrich und schlafe da eine Runde. Und ja, morgen. Ich denke um 8 oder so. Okay. Naja. Dann sehen wir uns wieder. Okay. So. Oh, beim Friedrich brennt sogar noch Licht. Hat er auf uns gewartet? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht.